Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin auch mal nach einer Weile wieder wach und vlogge hier für euch. Also, ich dachte mir, heute kann ich auch etwas vloggen. Denn, ja, ich versuche heute etwas produktiv zu sein. Und ihr seht ja schon, mein Bett ist ja zugeklappt. Das heißt, ich will ja jetzt gerade dann wieder etwas Sport machen, wie immer am Morgen, bevor ich frühstücken gehe. Und ja, ich schaue, dass ich heute auch ein paar Videos mache, eben mit dem Vlog hier. Letztens habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich versuche heute auch wieder ein neues zu machen. Und ja, mal gucken, wie weit ich heute vorankomme. Ja, und natürlich, bald ist ja der Monat dann auch schon wieder rum. Alter, wie krass vergeht die Zeit, vor allem gerade wegen dieser Krise. Aber ja, mal schauen, wie es dann so zukünftig ja, weitergeht, ne? Vor allem ja mit mir, denn ich muss ja noch schauen, ob ich ja bei uns ja im Betrieb übernommen werde. Wenn nicht, muss ich dann halt schnell schauen wegen einem neuen Betrieb, also neuen Job. Also als ausgelernte Verkäuferin oder was anderes. Mal schauen. Ja, aber zurück zum Thema. Ich mache jetzt erstmal kurz etwas Sport, bevor ich jetzt frühstücke. Und ja, das wird bestimmt wieder so fast eine Stunde dauern. Jo, also ich mache ja wie immer die Workouts von Pamela Reif. Da hat sich jetzt erstmal noch nichts geändert. Und ja, also ich lege mal ja, dann jetzt los mit den Sportübungen. So, Workout fertig und ich werde jetzt kurz mein Frühstück machen. Meine Mama hat mir wohl ein bisschen Omelette da gelassen. Das werde ich dann auch jetzt ein bisschen mit essen. Ich mache dann auch wieder mein Bagel, dass es dann endlich aufgebraucht ist. Also diese Dinge kann man eigentlich immer öfters kaufen, weil ich finde die eigentlich richtig lecker. Vor allem, ja, mit Lachs oder sonstiges, sehr, sehr lecker. Das mache ich jetzt auch jetzt wieder. Ich tue es auch jetzt etwas wieder in den Backofen rein. Und also damit es etwas weicher ist. Und ja, hab wieder Bock auf den Bagel. So, mein Frühstück ist jetzt angerichtet. Das ist jetzt so mein Frühstück mit etwas Apfel. Weil meistens habe ich ja eigentlich ja morgens Lust auch ein bisschen was Süßes. Also das stoppt es dann also ein bisschen mit dem Apfel. Dann auch das restliche Omelette von Mama, was sie mir da gelassen hat. Und eben das Bagel mit etwas Hummus, Räucherlachs und Käse. Und hier natürlich wie immer mein Kaffee. Das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Dann schaue ich so, was ich so für Videos machen könnte. Also heute. So Leute, ich habe schon fertig gefrühstückt. Das erste, was ich jetzt machen würde, ist jetzt schon mal das eine Video schneiden, was ich am Freitag gemacht habe. Dann ist das dann auch schon mal durch und kann dann auch schon bearbeitet werden und so alles. Also mache ich das dann jetzt auch. Weiterhin gucke ich dann auch, wie immer, nebenbei YouTube-Videos an. Also ja, das vertreibt dann eben auch so immer etwas die Zeit. Und ich glaube, ich werde später wieder meine Haare etwas nachfärben. Denn wenn ich meine Haare aufmache, sieht man ja auch schon, meine Haare sind schon wieder etwas rausgewachsen. Und die Farbe sollte vielleicht auch wieder etwas erfrischt werden. Also könnte ich es ja eigentlich ja heute machen. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Also ja. Ich könnte das dann jetzt auch dann später machen, aber zuerst mache ich erstmal das Video fertig und ja, ich kann euch ja später dann mitnehmen. Vielleicht versuche ich das auch etwas allein zu machen, ich weiß es nicht, sonst frage ich auch meine Mama, ob sie mir da helfen kann wieder. Denn hinten das alleine zu machen, das ist immer etwas schwierig. Aber ja, also ich mache mich erstmal ans Video ran und dann gucke ich, dass ich später vielleicht meine Haare wieder färbe. Endlich habe ich das Video jetzt fertig gebracht. Also es wird ja das Maskenvideo, was ich ja letztens eben gemacht habe. Oh, bin froh, dass ich das jetzt schon mal durch habe und jetzt keine Probleme haben muss, wenn ich dann unter der Woche keine Zeit dafür hätte. Aber jetzt ist es fertig und ja, ich schaue dann jetzt gleich, was ich jetzt machen werde. Sonst schaue ich gleich, dass ich schon ja, meine Haare färbe. Vielleicht auch ein Make-up-Tutorial mache, obwohl ich nicht weiß, was ich machen soll. Denn ich bin so unschlüssig. Denn irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber Make-up-Tutorials gibt es gerade so von mir fast gar nicht. Aber ich glaube, ich könnte heute auf jeden Fall so ein Video machen,
indem ich einen Look mache zu der Maske, die ich ja eben ja gemacht habe. Ja, nur ich weiß nur nicht halt, was für ein Look, aber ich könnte mir da irgendwie was einfallen lassen, sodass ja es irgendwie cool rüberkommen könnte. Mal schauen, denn ja, aber ich glaube, ich würde dann eher sagen, dass ich eher das Make-up-Look zuerst machen würde und dann danach erst die Haare. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Aber ja, zumindest ist das schon fertig. Dann kann ich mir schon mal überlegen, was ich dann sonst noch so machen könnte. So, ich habe hier schon mal gerade meine Augenbrauen schon mal fertig. Denn ich will schon gleich das nächste Video machen. Ja, da läuft gerade noch nebenbei ein Video von Bibi und Julian. ja, also Augenbrauen sind gerade schon mal gemacht. Ich will gerade dann mit dem nächsten Video schon mal starten. Danach könnte ich dann die Haare färben. Das müsste auf jeden Fall bestimmt jetzt schon wieder gemacht werden. Oder ich frage einfach meine Mama, ob sie mir vielleicht doch noch irgendwie hilft. Mal schauen. Ja, denn ich glaube, gestern Abend, nein, vorgestern hat sie ja auch noch ihre Haare ja abends ja noch gefärbt. Ja, mal schauen, ob sie mir heute vielleicht wieder helfen kann. Falls nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann würde ich halt irgendwie gucken, dass ich es selbst mache. Aber ja, Augenbrauen sind dran und ich mache mich erst ans nächste Video ran. So Leute, ich bin jetzt fertig mit den Video geworden. Also ich kann es euch hier auch mal kurz zeigen, wie das aussieht, der Make-up-Look zur Maske. Ja, so sieht es jetzt halt aus. Schon irgendwie so auf dieser natürlichen Weise. Da ja, man weiß ja, wenn man eine Maske trägt, muss man zwar nicht unbedingt Make-up tragen, aber wenn man will, dann kann man es auch gerne so machen. ja, ich räume hier jetzt auch wieder kurz die Sachen auf. Und ja, ich habe auch noch nicht Hunger irgendwie. Naja, ich habe auch heute ja auch relativ spät gefrühstückt. Für meine Verhältnisse natürlich ja immer. Da ich ja nicht wirklich gerade so in der Art bin, wo ich gerne allzu viel essen will immer am Tag. Also reicht es mir auch, wenn ich etwas später frühstücke, auch etwas später sozusagen zu Mittag esse oder auch nur sowas wie ein Snack. Guckt da mal gleich, denn ich glaube, ich will heute Abend dann Croissants machen, sodass ich es dann auch für die Woche sozusagen dann für die Arbeit habe. So, da ich ja super gerne Croissants esse, könnte ich es auf jeden Fall mal gerne auch mit filmen, wenn ich die dann mache. Also, das ist schon mal gemacht, das Video, und ich bin super happy, dass ich es mal wieder gemacht habe. Denn Make-up erfüllt mich immer irgendwie so sehr. Also ich bin super happy, dass ich gerade wieder gemacht habe. Also allgemein irgendwas mit Make-up, da ich ja, wie ihr wisst, ja, Make-up über alles liebe. Und ja, und auch mal wieder eigentlich ja Sachen ja ausprobieren könnte, wenn ich ja nur immer jeden Tag dafür Zeit hätte, was aber eben nicht so ist, ne? Aber ja, ich räume hier jetzt einfach nur kurz die Sachen hier auf und dann ja, könnte ich gucken, dass ich ja hier so an der Stirn etwas Make-up entferne und dann gucke, dass ich auch meine Haare mache. Vielleicht mache ich die auch nicht heute, obwohl ich es irgendwie gern hätte, dann wären die wieder frisch und auch dann halt eben gewaschen, ne? Auch wenn ich am Freitag meine Haare gewaschen habe und ich eigentlich auch nur meine Haare immer nur einmal in der Woche wasche, da es meinen Haaren irgendwie ganz gut tut. Und ich könnte euch eigentlich ein Update geben zu dem hier. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt oder auch so, dass meine Haare etwas stärker wirken. Könnte aber auch schon sein, dass es irgendwie daran liegt. Also ich finde persönlich nach einer Weile, dass sie schon etwas stärker wirken und auch etwas dicker. Also nicht schlecht. Ja. Ich finde es echt relativ gut, doch irgendwie.
dass sich meine Haare irgendwie zurzeit doch irgendwie ganz gut anfühlen, obwohl auch meine Haare etwas, ja, etwas sozusagen wie ein bisschen leiden, da ich ja schon viele Haare ein bisschen verliere, aber naja, was war's. Aber ich finde dadurch, seitdem ich die eben schon nehme, dass meine Haare etwas stabiler wirken irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt oder auch so. Aber ja. Ich räume hier lieber jetzt schnell auf und guck, dass ich einfach schnell vielleicht meine Haare machen könnte. So, grob hier aufgeräumt. Ich werde jetzt auch wieder Studiolicht wegräumen. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich immer so erleichtert, wenn ich geschminkt bin. Ich weiß nicht wieso. Bestimmt einfach, weil ich einfach mein Hobby entdeckt habe, wo ich auch gerne das als Beruf machen will, obwohl das echt teuer ist. Man müsste es sich ja natürlich ja selbst finanzieren, ne? Aber mal schauen, ob es vielleicht irgendwann mal in der Möglichkeit mal sich ergibt. Also, dass ich es mal mache, denn ich würde es eigentlich echt gerne. Also, mal gucken. Ich lasse alles so auf mich zukommen. Aber, jo. Ich glaube, ich verlege das vielleicht eher so auf heute Abend, dass ich so die Haare machen könnte, denn dann wäre alles gleich schon frisch für morgen. Denn ich will gleich jetzt nicht eigentlich meine Mama fragen, da, ja, mein Bruder ist ja da und ihr Freund und, ja, die sind ja gerade so, wie ich ja höre, in Unterhaltung. Also lasse ich die ja erstmal so etwas in Ruhe und, vielleicht hole ich mir gleich einen kleinen Snack. So, meine Lieben, ich habe mir jetzt hier kurz was Kleines zum Essen gegönnt, also ein bisschen Fullspring-Aufstrich, also das sozusagen Nutella-Aufstrich mit etwas Banane und hier auch noch etwas mit Peanut Butter und Banane. ja, ich habe auch schon ein bisschen angebissen. Ich habe ja nicht allzu viel Hunger, also so was hier reicht mir gerade jetzt erstmal vollkommen. Und das esse ich jetzt auch und chill erstmal und gucke vielleicht, dass ich meine Haare später nachfärbe. So, Leute, ich habe jetzt einfach entschieden, ich versuche es mal irgendwie alleine, das irgendwie zu machen. Also ich werde dann hier gleich etwas die Creme aufsetzen, dass sich nicht so wirklich viel davon hier absetzt, also am Gesicht. Aber ja, auch wenn ich mich später hier abschminken würde, würde sich da zwar absetzen, aber ich mache es trotzdem. Und nicht wundern, ich habe mich da etwas gekratzt. Aber naja, was soll's. Ich habe hier auch wieder die Farbe, die ich ja benutzen werde. Und also ich habe hier zwei von denen. Mal gucken, wie viel davon ja eben reicht, um das alles eben, meine Haare eben mit der Farbe zu bedecken. Und ja, ansonsten, ja, ich würde es euch dann danach zeigen, ob es irgendwie geklappt hat oder nicht. So, meine Haare sind jetzt komplett wieder mit Farbe einbedeckt. Also irgendwie habe ich es doch irgendwie ganz gut gemacht. Mein Ohr ist halt gerade voller Farbe. Aber ja, ich mache jetzt hier erstmal kurz den Saustall sauber. Ich lasse das alles dann jetzt erstmal so bis 8 Uhr einwirken. Also ich lasse alles bis 8 Uhr einwirken, denn jetzt gerade so Viertel nach 9 Uhr. Nach 7. Und ja, mein Gesicht ist auch schon ein bisschen versaut, aber ich lasse noch etwas bis 21,
bis 20 Uhr einwirken. Solange mache ich halt gerade kurz den Saustall hier sauber. Ich kann es euch hier auch wieder mal kurz zeigen. So sieht es hier aus und ich muss es sauber machen, bevor Mama wieder heimkommt. Ich bin auch schon ein bisschen versaut, also zum Beispiel hier am Arm. Ich kann es ja auch gleich so etwas mit Farbe oder Öl irgendwie. Farbe. Ich meine, Creme oder sowas wegmachen, also müsste ich ja. Aber ja, ich mache jetzt erstmal kurz das Saustall hier sauber und dann chill ich erstmal und warte, bis das alles hier eingewirkt hat. So, es ist schon fast 8:30, aber ich warte noch, bis ich wieder mein Essen mache. Solange lasse ich dann halt noch etwas meine Haare so im Handtuch etwas trocknen. Dann würde ich gucken, dass ich entweder vorm Essen oder danach dann etwas meine Haare anföhne. Dann sind die dann ja fertig. Ich weiß zwar selber noch nicht, was ich mir zum Essen machen will, aber ich denke mal, diese Instant-Nudeln, was man auch so mal kaufen kann und mal schnell machen kann. Und dann noch das vegetarische, vegane, panierte Schnitzel. Darauf hätte ich irgendwie Bock. Ja, das könnte ich auf jeden Fall machen. Aber zuerst chill ich noch mit dem Zeug hier am Kopf und dann ja, mache ich mir mein Essen. Solange habe ich heute dann auch wieder How to Get Away with Murder angeschaut wieder. Also ich finde diese Serie einfach ultra krass. Also ich bin eigentlich schon komplett durch mit der Serie, aber da fehlt die sechste Staffel und da ja. Muss man auch so lange warten, bis es kommt. Also selbst bei Netflix gibt es ja noch nicht mal die fünfte Staffel. Das muss ich bei der Website HD-Filme anschauen. Und da gibt es ja noch eine Staffel, also die Finalstaffel davon. Die muss ich unbedingt sehen. Aber die gibt es auf Amazon, aber die muss man kaufen und. Oh Mann, ich kann nicht so lange warten, bis das alles dann schon rauskommt, denn ich finde es einfach nur ultra krass, die Serie. Ist nur echt zu empfehlen, wer so Krimis oder sonstiges gerne mag. Also kann ich nur echt weiterempfehlen. Ja, so lange schaue ich mir das dann halt wieder nochmal an. Und ja, ich schaue, dass ich mir dann bald wieder Essen mache. So, ihr Lieben, ich hatte eigentlich vor, eher sozusagen wie was zu kochen. Aber ja, ich hatte ja vor, diese Instant-Nudeln zu machen, dann mit dem veganen. Ja, also nochmal. Ach Mensch, ich vergesse schon immer, wie ich das nenne. Mit dem veganen Schnitzel, das meinte ich. Aber dann habe ich eben das hier gesehen, dann dachte ich mir, komm, esse ich dann halt lieber das. Und dann wird das hier nicht verschwendet. Also, ja. Auch was Gesundes und auch etwas wie Low Carb und auch etwas mit Proteinen dank dem Fisch. Und ja, das werde ich jetzt essen. Danach gehe ich dann einfach schnell meine Haare föhnen. So, Haare sind jetzt wieder frisch gewaschen und auch geföhnt jetzt. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Öl rein. Ist ja dieses normale hier von Gliss Oil. Elixier. Ich benutze ja sonst ja nicht wirklich was anderes so für meine Haare, außer meistens das hier oder auch etwas Haarspray. Das war es dann eigentlich auch schon mit meinen Haaren. Endlich fühlen die sich wieder frisch an. Endlich. Halleluja. Ich muss dann gucken, dass ich dann gleich noch alles hier noch entferne. So gut wie es noch geht. Oh Mann, immer. Aber naja, das passiert eben meistens, wenn man es ja alleine macht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich tue jetzt gleich noch ein bisschen Creme, so noch etwas auf einem Wattepad oder irgend sowas und dann ja, ich hoffe. Dass das alles jetzt vielleicht noch etwas besser weggeht. Also, ich versuche das mal etwas wegzubekommen. Ich hatte ja noch die Creme bei mir drüben im Zimmer. Ich habe jetzt einfach etwas hier auf dem Wattepad und versuche.
Nicht alle. Das ist nur zu holen. Hier ist ein Kind, das kommt an die Ohren. Der morgen bei Harmony auf den Ohren. Sein Katz ist halt immer gleich diese blöde Maske, wo er rausziehen muss. Also auch eigentlich dieses Visier. So lange hat er das müssen die Haare zu trinken. Vielleicht ist es so, dass ich meinen anderen Haaren eben so haben kann. Dann brauchst du das Spiel da. Also lass mal. Das ist, glaube ich, alles gut. Ich fühle mich jetzt wieder fresh hair. Wieder alles, wieder paletti, wieder frische Haare. So gebe ich kein Geld beim Friseur aus. Hätte ich ja eigentlich ja sowieso fast nie. Aber, ja, kein Aber eigentlich. Da ja der Bruder meines Freundes, oder auch, ja, Verlobten, ist ja Friseur, auch gelehrter Meister, also hat auch schon längst abgeschlossen und er hat sich auch schon längst selbstständig gemacht und gerade so in dieser Corona-Zeit hatte er so ein bisschen schwer, das gerade alles ja neu aufzumachen, aber da er ja Anfang dieses Monats ja dann aufmachen konnte, ging es ja noch für ihn, also oh, ich kann ja euch hier mal kurz sein Label schreiben und euch auch unten in der Infobox hier verlinken, falls ihr hier vielleicht so aus der Nähe seid oder so. Ja, also, denn ich schätze seine Arbeit sehr. Er kann das echt sehr, sehr gut. Ich könnte irgendwie keinem anderen mehr meine Haare vertrauen. So gut machte er das eben. Ja, also, das wird hier dann so ein bisschen kennzeichnet, da ich ja eben Markennennung oder auch Personennennung mache. Also, ja. Ich kann ihn sehr herzlich empfehlen. Also, er ist ein echt Top-Friseur. Ich hoffe, dahinter ist auch irgendwie jetzt ganz okay. Ich kriege jetzt so den Rest ja nicht mehr ab, aber ich bin ja relativ jetzt zufrieden dafür, dass ich es zum ersten Mal alles allein gemacht habe. Also, supi. Ich mache mir jetzt eigentlich ja noch einen Proteinshake. Einfach so. Und dann, ja, gehe ich dann auch schon bald ins Bett. Aber ich mache noch gleich ein bisschen Hautpflege. Ich brauche es wieder unbedingt. Ich weiß nicht, wieso das irgendwie so ist, aber mir tut auch immer etwas der Piercing weh. Ich glaube immer so innen drin, also im Loch, wenn halt das hier etwas kurz bewegt wird, tut es halt irgendwie weh. Könnt ihr mir vielleicht beantworten, warum das so ist? Schreibt mir bitte gerne unten in die Kommentare, sonst gucke ich mal, dass ich irgendwie zu einem Piercer gehe und mal frage, denn ich bin mir nicht sicher, was das irgendwie ist. Nicht, dass es irgendwie entzündet hat, denn das wäre nicht schön. Oh, da ist noch etwas Farbe. Ich muss gleich, glaube ich, etwas entfernen. Upsi. Ja. Ich versuch's mal mit der... mit dem da. Denn hier am Dinger ist noch etwas Farbe dran. Ja. Sonst... oh je. Ist halt doof. Aber was soll's. Jedenfalls könnt ihr mir das gerne mal unten in den Kommentaren mal beantworten, woran das liegen kann, dass mir irgendwie halt sozusagen immer noch weh tut. Das ist schon ja fast ein halbes Jahr her. Also ja, tut halt weh noch. Aber ja, das ist eben. Also ich mache jetzt noch einen Shake. Guck, dass ich mir noch etwas Gutes tue, wenigstens auf meine Haut. Und ja, dann wäre ich auch schon soweit wieder bettfertig. Somit war ich heute schon ein bisschen produktiv. Ein Video habe ich fertig, das andere Video habe ich fertig gemacht dann für die Woche. Und dann noch der Vlog hier. Dann muss ich dann auch noch ein aufgebraucht Video machen, denn das ist dann die letzte Woche von Mai. Also schon krass, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Aber jo, ich freue mich, dass jetzt meine Haare fertig sind. Und ja, also ich mache mir jetzt mal schnell einfach meinen Shake.
So, Shake ist gemacht. Ich trinke es jetzt. Danach mache ich mich an meinem kleinen Beauty-Programm weiter. Und wie immer, How to Get Away with Murder. Einfach krasse Serie. Ich könnte mich auch einfach da durchsuchen. Aber, jo. Ich genieße das jetzt einfach mal und auch den Rest des Abends erstmal. So, ich bin jetzt endlich bettfertig. Ich mache das hier mal kurz etwas leiser. Eigentlich ist mir wieder eingefallen, dass ich hier eigentlich auch noch die Croissants machen wollte. Aber egal, ich mache es einfach morgen, dann irgendwann abends, wenn ich dann von der Arbeit komme. Denn jetzt gerade habe ich nicht so Lust, das noch zu machen. Ich hätte daran denken können, als ich vorhin die Haarfarbe einwirken lassen habe. Aber naja, egal, dann halt morgen. Ich würde mich dann halt eben für jetzt dann eben verabschieden in diesem Video. Also ich hoffe, euch hat der Vlog hier gefallen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Also lasst gerne etwas Liebe da. Und nicht zu vergessen, mich zu abonnieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das machen würdet. Dazu dann aber auch noch die Glocke aktivieren, denn so bekommt ihr dann immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Also macht sicher, dass ihr auf die Glocke klickt. Und ja, teilen wäre auch nicht schlecht. Ich würde mich darüber auch sehr freuen. Instagram-Name steht wie immer hier und ihr könnt mir auch dort immer wieder gerne folgen. Und ja, ansonsten will ich da mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video, Vlog oder was auch immer dann wieder. Bye!